Hallöchen, kleines Update und ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum ihr mich so lange nicht mehr gesehen habt. Ich bin mit meiner Serie über Magie irgendwie, wie soll ich sagen, an ein totes Ende gekommen, in die Sackgasse gefahren. Nee, Sackgasse nicht, aber ich habe mich kürzlich entschieden, die ganze Serie nochmal neu anzufangen. Also ihr werdet in Zukunft ein paar mehr Videos von mir zu sehen kriegen. Ich werde wieder häufiger Videos machen. Dazu kam dann noch die Frage, die berechtigt ist, wo komme ich eigentlich her? Warum setze ich mich vor eine Kamera und erzähle was über Magie und sozusagen, was ist mein Hintergrund, was das Ganze angeht? Und um nicht zu viele Videos auf einmal zu machen, werde ich euch da jetzt direkt mal was erzählen. Wenn ihr Bock habt, lasst das Video laufen. Wenn nicht, freut euch möglichst bald auf möglichst viele neue Videos. Also, ich glaube, ich brauche nicht zu erwähnen, dass der Name Eliphas Leary ein Pseudonym ist. Mein richtiger Name, ich verrate ihn ab und zu Leuten, die mir irgendwelche PMs schicken. Aber ich nenne den Namen nicht vor der Kamera. Zum Teil auch, weil der Name etwas seltsam klingt und ich die Gewohnheit habe, wenn ich mich irgendwo vorstelle, dann zeige ich direkt meinen Personalausweis. Also nicht, wenn ich mich irgendwo in der Firma vorstelle, sondern wenn ich irgendjemanden irgendwo kennenlerne, auf einer Party oder so. Die Leute glauben mir nicht, wie ich heiße. Darum nehme ich direkt ein Pseudonym. Wo komme ich her? Wie bin ich zur Magie gekommen? Im Grunde fing das Ganze bei mir schon sehr früh an. Mein großer Bruder, der ist knapp 12 Jahre älter als ich, hat sich in seiner Jugend oder in seiner späteren Jugend, in seinen jungen Erwachsenenjahren, mit Magie beschäftigt und hing rum mit einem Typen namens Ralf Tegtmeier. Dieser Ralf Tegtmeier schreibt Bücher über Magie und nennt sich Frater VD. Als ich ein kleines Kind war, hatte ich also das Vergnügen, dass wenn ich ins Zimmer von meinem Bruder gegangen bin, und mein Bruder da mit einem Haufen Kumpels rumsaß, dass dazwischen auch dieser Ralf Tegtmeier rumsaß. Und was der Kerl mit einem Kumpel von meinem Bruder, einem sehr lieben Menschen, gemacht hat, führte dazu, dass weder mein Bruder noch ich von Ralf Tegtmeier irgendwas halten können. Also, Frater VD ist für mich wie ein rotes Tuch. Wenn jemand einem anderen Menschen Magie beibringt und das zu nichts anderem führt, als dass dieser andere Mensch dann irgendwann aufhört und erstmal ein halbes Jahr in der Klapsmühle verschwindet, um seinen Verstand wieder in Ordnung bringen zu lassen, dann kann ich solch einen Lehrer nur als blödes Stück Scheiße bezeichnen. Und das ist eine sehr milde Ausdrucksweise für das, was ich über Frater VD zu sagen habe. Wenn man sich seine Bücher anschaut, sieht man, dass er sehr gut abschreiben kann. Ich berichtige das. Er kann noch nicht mal gut abschreiben. Und wenn man ein bisschen mehr Ahnung von der Materie hat, kann man seine Bücher sehr witzig finden. Man kann sich da wirklich über viele Kapitel schlapplache. Aber diese Bücher sind nichts für Leute, die wirklich was über Magie lernen wollen. Über meinen Bruder habe ich damals vor allen Dingen den Tarot kennengelernt. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Karten zu legen. Als ich 18 war, fing ich dann an, mich für die Bereiche zu interessieren, die man als höhere Magie bezeichnet, also Kabbalah, Invokation, Evokation, Ritualmagie, kann man sagen, die verschiedensten Werkzeuge herstellen und gebrauchen, dann die verschiedensten Traditionen kennenlernen, die Rosenkreuzer-Tradition,
hermetische Tradition, Astrologie. Am Rande bemerkt, ich spiele mit dem Gedanken, und ein paar Kommentare wären da sehr hilfreich, ob ihr sowas sehen wollt oder nicht. Ich spiele mit dem Gedanken, eine Videoserie über Astrologie anzufangen. Ich weiß nicht genau, ob es auf YouTube Videos gibt über Astrologie, die erklären, wie man tatsächlich Horoskope berechnet. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man in der Lage ist, ein Horoskop zu berechnen und nicht einfach die Daten in den Computer eingibt, auf Return drückt und dann holla kommt ein Horoskop raus und man weiß eigentlich gar nicht, was das Ding darstellt. Ihr merkt, wenn ich das so sage, um wieder zu sozusagen meiner magischen Laufbahn zurückzukommen, dass ich Astrologie wirklich gelernt habe, zu Fuß die Horoskope zu berechnen. Und nicht mit dem Computer. Ich nutze zwar mittlerweile einen Computer, aber für ein paar Aspekte nehme ich dann doch wieder die Ephemeriden zur Hand und schaue nach, was steht da drin. Denn die Astrologieprogramme können nicht alles. Wie ging es weiter? Ich habe 5 Jahre an der Universität verbracht. Das war die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Und habe dort vergleichende Religionswissenschaften gelernt. Ein faszinierendes Fach. Faszinierend sind vor allen Dingen die ganzen Gestalten, die man da kennenlernt, denn ich war nicht der Einzige, der dort studiert hat, um etwas über Dinge zu lernen, die man eigentlich an der Universität nicht vermutet. Also, ich drück's mal so aus, als ich die Bibliothek das erste Mal besucht habe, die Bibliothek vom religionswissenschaftlichen Seminar, mussten sie mich rausschmeißen, weil sie irgendwann zumachen wollten. Ich wollte eigentlich nicht wieder raus. Da war ein Riesenregal randvoll mit Büchern über Kabbala, ein Riesenregal mit Büchern über die Gnosis und die ganzen anderen Aspekte. Während des Studiums habe ich erst mit anderen Studenten zusammen eine kleine Arbeitsgruppe geführt. Wir haben dort hauptsächlich Golden Dawn Sachen gemacht, aber auch Chaos Magie, verschiedenste Aspekte vom thelemischen Kram über Austin Osman Spare und so weiter. Die Gruppe ist irgendwann auseinandergebrochen. Es scheint mir ein Grundgesetz bei magischen Arbeitsgruppen zu sein, dass irgendwann irgendwelche Leute unbedingt Vereinsmeierei betreiben wollen, was dann entweder dazu führt, dass die Gruppe nutzlos wird oder die Gruppe zerbricht. Bei uns ist sie zerbrochen. Dann bin ich wie die Jungfrau zum Kinde zu einer kleinen Verbindung von Leuten gekommen. Die nannten sich damals Netzwerk für magische Kommunikation. Das lief hauptsächlich über Briefe. War also noch bevor das Internet richtig gut wurde. Und aus der Gruppe dieses Netzwerkes, die in dem Bereich Deutschlands agierte, in dem ich lebe, Nordrhein-Westfalen. Aus dem Bereich des Netzwerks ist dann wieder aus vereinsmeiertechnischen Gründen, das Netzwerk ist irgendwann zerbrochen, etwas geworden, das ja erst eine Proto-Loge war und dann tatsächlich zur Loge geworden ist, mit Segen und Anschluss an die Tradition der Saturnlogen. Ich habe neulich festgestellt, als ich mich mit ein paar Leuten dieser Loge unterhalten habe, ich bin aus der Loge irgendwann wieder ausgetreten, dass sich die Loge wohl mittlerweile aufgelöst hat, was ich sehr schade finde. Denn es war eine sehr schöne Zeit in dieser Loge.
In der Loge habe ich einiges gelernt von Leuten, die sich um einiges länger mit Magie beschäftigen als ich. Also bei mir ist es die Hälfte meines Lebens, bei diesen anderen Leuten ist es dementsprechend länger. Vor allen Dingen habe ich in der Loge die Chance gehabt und ergriffen, in Gruppenritualen zu arbeiten. Also das Logenritual, was da an Arbeiten gemacht wurde, will ich nicht sagen, weil ich mich an die Eide noch gebunden fühle, obwohl ich ausgetreten bin, aber so bin ich drauf. Ich habe den Leuten damals versprochen, dass ich darüber nichts sage, also sage ich darüber nichts. Und jetzt bitte nicht auf den Trichter verfallen, der unter fundamentalistischen Christen verbreitet ist, dass wenn jemand derartige Geheimhaltung schwört, dass dann da irgendwelche schlimmen Dinge passiert sind. Nein, absolut nicht. Es ist einfach Respekt für diese Leute. Wir hatten in dieser Loge das schöne Sprichwort, vor der Loge kommt die Freundschaft. Und ich fühle mich den ehemaligen Mitgliedern dieser Loge immer noch in absoluter Freundschaft verbunden. Es sind alles Menschen, für die ich sehr viel empfinde und dementsprechend fühle ich mich diesen Menschen und dem Eid, den ich diesen Menschen geleistet habe, verbunden. So, das war ein bisschen was über, ja, so eine grobe Zusammenfassung meines Weges bisher. Ich habe ein paar interessante Sachen erlebt, magisch gesehen, die ich aber schon in anderen Videos, teilweise auf Englisch, nur auf Englisch, erwähnt habe oder wo ich da ein bisschen länger was erzählt habe. Ich habe irgendwie keinen Bock, mich hier vor die Kamera zu setzen und so zu tun, als wäre ich der große Zampano. Ich habe keinen Bock, mich hier hinzusetzen und so zu tun, als wäre ich irgendwie der große Auserwählte oder sonst was oder irgendwie. Dementsprechend habe ich keinen Bock, solche Geschichten zu erzählen. Wenn ihr unbedingt sowas hören wollt, schreibt einen Kommentar und ich erzähle mal ein paar Geschichten. Warum mache ich eigentlich diese Videos? Im Grunde fing es an als Ideensammlung, auch wenn es ein bisschen anders von der Aufmachung wirkt. Also es sah nicht so aus, aber ich wollte einfach die Ideen irgendwie in die Welt setzen und das per Video zu machen geht einfacher, als mich dann hinzusetzen und lange Texte zu schreiben und dann eventuell die irgendwo ins Internet zu stellen. Und ich kenne das, wenn man eine Webseite öffnet und dann sieht man, hoi, der Text geht aber lang, macht man das Fenster ganz schnell wieder zu. Die Alternative wäre es, das nicht übers Internet zu machen, sondern irgendwelchen Verlegern hinterher zu rennen. Und vielleicht mache ich das nochmal, vielleicht nicht. Also nicht nochmal im Sinne von, ich hab's schon mal versucht, nee. Aber vielleicht kriege ich tatsächlich mal hin, irgendwas zu schreiben. Wäre schön, wäre erstrebenswert. Jetzt ist der Bildschirmschoner angegangen. Ich sollte das Scheißding ausmachen. Aber das sagt mir, dass das Video schon viel zu lange ist. Ja, gibt's sonst noch irgendwas Wichtiges zu erzählen? Also meine Hauptgebiete sind im Grunde die verschiedensten magischen Traditionen, die mit Telema zu tun haben. Die Magie des 20. Jahrhunderts, also die Entwicklung der Magie im 20. Jahrhundert. Und ja, so Gebiete wie Tarot, Kabbala, Astrologie, kleines bisschen Alchemie, Symbolik ganz allgemein. Und wie ihr gemerkt habt,
stehe ich eher auf Wissenschaft als auf Religion. Also, ich gebe mir größte Mühe, Dinge zu analysieren und zu erklären. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an irgendwelche übernatürlichen Kräfte. Darauf werde ich aber in dem ersten Teil der nächsten Serie. Ich glaube, sie wird denselben Namen kriegen, weil ich keinen Bock habe, einen neuen Vorspann zu machen. Ich werde die Videos dann einfach überschreiben mit Volume 2, also zweiter Versuch. Eliphas Learys Lectures About Magic Volume 2. Der erste Teil, der Titel steht schon fest. Was ist Magie? Wird ein bisschen verwirrend, ich weiß. Ich werde da dann nochmal drauf eingehen, warum ich so ein gewisses Problem mit dem Glauben an übernatürliche Kräfte habe. Und warum ich mir größte Mühe gebe, übernatürlichen Kram wegzuerklären. Ich hatte da schon interessanten Austausch mit diversen Leuten, die an übernatürlichen Kram unbedingt glauben wollen. Stichwort Ockhams Rasiermesser. Schaut euch den Artikel auf Wikipedia mal an. Nebenbei, ich bin bei Wikipedia aktiv, demnächst wieder ein bisschen aktiver. Es gibt ein paar Artikel über magische Themen. Wenn ihr die lest, lest ihr Texte von mir. Als Beispiel Austin Osman Spare. Der Artikel stammt fast vollständig von mir. Oder Henochische Magie stammte mal von mir, ist mittlerweile von sehr, sehr kompetenten, auf jeden Fall um einiges kompetenter auf dem Gebiet als ich, von einem sehr coolen Menschen erweitert worden. Aber bevor ich den Artikel angefasst habe, war er ein Haufen Dreck. Dementsprechend verteidige ich die Wikipedia nicht nur in der Wikipedia, sondern auch wenn irgendwelche Leute sagen, da kann doch jeder Idiot jeden Scheiß reinschreiben. Natürlich kann man das, aber der Scheiß, der fliegt ganz schnell wieder raus. Größtenteils jedenfalls. Es gibt Artikel, da bleibt der Scheiß lange drin stehen, weil nicht jeder Artikel überwacht wird. Aber ich will jetzt nicht über die Wikipedia labern, ich will jetzt das Video beenden. Wie gesagt, es geht bald weiter, beziehungsweise neu los. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine gute Zeit. Sehr viel Spaß in eurem Leben. Adio.